Wuhu, hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder bei mir einschaltet. Ich hoffe, bei euch ist alles richtig genial. In diesem Video kommen wir mal auf eine Frage zu sprechen, die bestimmt den einen oder anderen schon durch den Kopf gegeistert ist. Und zwar Standlautsprecher oder Regallautsprecher? Was sind die Vor- oder Nachteile? Darüber reden wir mal in diesem Video. Das wird spannend, bleibt doch einfach dran. Los geht's, euer Speaker-Schocker. Vor dem Lautsprecherkauf stellt sich die Frage, was nehme ich für einen Lautsprecher? Den Standlautsprecher oder den Regal- bzw. Kompaktlautsprecher? Denn jeder Lautsprecher hat ja so seine Vor- und Nachteile und das eine ist nicht unbedingt mal schlechter als das andere. Da kommen natürlich auch noch einige Faktoren ins Spiel. Was möchte ich ausgeben? Was für einen Raum habe ich? Und was möchte ich überhaupt erreichen? Fangen wir mal mit dem Regallautsprecher an. Man könnte jetzt denken, oh, den Standlautsprecher, den habe ich mir angehört, der Regallautsprecher, der wird schon fast genauso klingen. Das ist nicht immer ganz richtig. Aufgrund der kompakteren Bauweise und der verwendeten Chassis kann ein Regal- bzw. Kompaktlautsprecher durchaus dynamischer, direkter, detailreicher und spritziger klingen, als es zum Beispiel jetzt der Standlautsprecher mit seinen größeren Chassis kann. Gerade in kleineren Räumen, 14, 15, 18 Quadratmeter, so die Richtung, kann ein kompakter Lautsprecher durchaus mehr Sinn machen als ein Standlautsprecher. Ein Standlautsprecher hingegen kann aufgrund seiner größeren Bauweise und des oft extra verbauten Tieftöners natürlich den Bass viel weiter runterspielen, als es der kompakte Lautsprecher kann. Und auch höhere Lautstärken kann der Standlautsprecher oftmals auch erreichen. Er braucht aber dafür viel, viel, viel mehr Platz. Während man einen Regallautsprecher einfach auf das Sideboard links, rechts neben den Fernseher stellen kann oder ins Bücherregal, wo auch immer, hinstellen kann, geht das natürlich mit Standlautsprechern mal eben nicht so. Die brauchen halt Platz, besonders zu Rückwänden oder so, würde ich es empfehlen, je nach Bauart 60, 70 cm und auch zu Seitenwänden, da sind auch mal so 30, 40 cm gar nicht mal so übel. Wenn man den in der Ecke stellt oder direkt an irgendwelchen Wänden dran, dann ist es oft so, dass das volle Potenzial aus dem Standlautsprecher gar nicht mehr rausgeholt werden kann, weil der Bass wirkt irgendwie total überladen, nicht mehr irgendwie spritzig oder so, sondern einfach irgendwie nur wummernd und dröhnend. Und das ist irgendwie nicht das, was man wirklich haben möchte. Da habe ich auch ein kleines Beispiel aus eigener Erfahrung vom Kumpel. Der hat jahrelang immer Regallautsprecher gehabt. Der hat auch einen beschissenen Raum, aber das war wunderbar. Wenn man da die Musik ein bisschen aufgedreht hat und vielleicht sogar ein bisschen den Bass am Verstärker reingedreht hat, dann konnten die auch richtig Bass und der Bass war dann auch richtig schön an der Couch zu spüren oder so. Das war schon gar nicht mal übel. Da soll mal einer sagen, Regallautsprecher können keinen Bass. Dann hat er sich überlegt, pass auf, ich hole mir jetzt mal Standlautsprecher aus derselben Serie. Hier hat er sich dann dahingestellt, wir haben uns das angehört und gedacht, pass mal auf. Denn der Bass, der war irgendwie da, aber nicht so wie bei den Regallautsprechern. Das war ganz komisch. Egal wie wir die Lautsprecher aufgestellt haben, egal was wir am Verstärker eingestellt haben, der Bass, der kam dann mit Mühe und Not gerade mal so ein bisschen so irgendwie rüber, wie es die Regallautsprecher in den Raum geschafft haben. Wie gesagt, der Raum war echt beschissen. Und da haben wir uns gedacht, pass mal auf, das bringt es doch nicht. Da jetzt mehr Geld für Standlautsprecher auszugeben und im Endeffekt vielleicht lauter hören zu können, aber vom Bassmanagement her fast aufs selbe rauszukommen, das ist es dann irgendwo nicht wert. Da muss man immer selber überlegen, was möchte man haben. Das war schon eine komische Sache, aber gut, das mal so auch miterlebt zu haben. Komm ich mal zum Fazit. Regallautsprecher können spritziger, dynamischer und klarer spielen, als es die größeren Standlautsprecher können. Regallautsprecher eignen sich wunderbar für kleinere Räume, denn man kann sie einfacher, flexibler irgendwo ausstellen. Nachteil, der Tiefbass und die maximale Lautstärke leiden etwas, aber das muss nicht immer so sein. Man kann zur Not auch noch Regallautsprecher nehmen und einen Subwoofer verwenden. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, das packe ich euch oben in die Infokarte rein. Standlautsprecher hingegen brauchen eine ganze Menge Platz und eignen sich wirklich für große Räume, wenn man diese auch aufstellen kann. Dann kann man auch das volle Potenzial aus den Lautsprechern rausholen. Möchte man aber jetzt einfach nur brachial laut haben oder sowas, dann kann man sich auch irgendwelche Standlautsprecher wirklich in den Raum knallen. Aber ob das dann wirklich sinnvoll ist, das muss dann jeder für sich selber entscheiden. Denn nur weil der Standlautsprecher größer ist, heißt es noch lange nicht, dass er in den Raum auch besser klingt als der kleinere kompakte. Also nehmt euch die Zeit, liebe Leute, beim Lautsprecherkauf. Hört euch Lautsprecher an. Ich weiß, das ist manchmal ein bisschen nervig und man ist ungeduldig, aber man möchte ja auch im Endeffekt zufrieden sein und nicht irgendwas kaufen, wo man dann hinterher sagt, nee, das ist es dann doch jetzt nicht. Also hört euch verschiedene Lautsprecher an. Regallautsprecher, Standlautsprecher, wie ihr mögt. Mit Subwoofer, ohne Subwoofer. Probiert es einfach mal aus und kauft erst dann, wenn ihr zufrieden seid.
Ich bedanke mich jetzt wieder bei euch für eure Aufmerksamkeit. Abonniert den Kanal auch gerne und dann würde es mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's bis dahin gut, bleibt mir gesund und munter. Euer Speakerschocker. Tschüss. Ach, da oben sind noch zwei andere Videos und da unten ist Abonnieren.